Den Auftakt in diesen zweiten Handelstag dieser Börsenwoche kann man durchaus mit furios bezeichnen, denn der deutsche Aktienindex liegt aktuell mit 117 Punkten oder 1,5% im Plus und klettert damit auf 7.809 Zähler. Ja, es waren gute Vorgaben, die wir aus Asien bekommen haben. Aber darüber hinaus hat es noch ein paar gute Unternehmensergebnisse hier in Deutschland gegeben und das beflügelt jetzt die Stimmung. Zusätzlich waren sicherlich auch ein paar Schnäppchenjäger unterwegs, die Rückschläge des gestrigen Tages zum Einstieg nutzen wollten. Die kurzfristig orientierten Derivateanleger an der Börse Stuttgart allerdings, die noch im Besitz von Call-Optionsscheinen und Long-Zertifikaten sind oder waren, nehmen immer stärker Gewinne an dieser Stelle mit und gehen schon wieder in die Putz- und die Short-Zertifikate hinein, weil sie sich sagen, jetzt werden vielleicht auch bald mal wieder ein paar Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt zum Tragen kommen und das deutsche Börsenbarometer vielleicht im Laufe des Tages noch ein bisschen Luft ablassen. Das sind die aktuell kurzfristigen Spekulationen hier. Aber was waren denn nun die guten Unternehmensergebnisse? Allen voran die RWE, die mit dem Betriebsergebnis die Analysten überrascht hat und das zieht die Aktie jetzt um 3,5% auf 29,67 Euro nach oben. Aber auch die Deutsche Post, die legt sogar noch stärker zu mit 3,6% aktuell auf 17,62 Euro. Auch hier lag das Ergebnis deutlich besser als von Analysten prognostiziert. Darüber hinaus ziehen aber auch alle anderen Aktien mit. Es gibt, glaube ich, im Moment kaum einen Verlierer, gar keinen Verlierer im deutschen Aktienindex in diesem Augenblick. Ein bisschen hin und her ging es bei der Beiersdorf-Aktie, die zeitweise kurz nach Handelseröffnung mit 2,7% im Minus lag. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Jetzt aber auch ins Plus dreht mit 1,3% bei 67,66 Euro liegt. Beiersdorf hat auch Zahlen präsentiert. Der Gewinn konnte hier um 10% gesteigert werden. Der Konzernumsatz kletterte um 7%. Also der Konzernumbau, der scheint langsam zu greifen. Und jetzt schlägt Stefan Heidenreich, der Chef von Beiersdorf, vor, die Dividende stabil zu lassen bei 70 Cent pro Aktie. Analysten hatten allerdings mit 85 Cent pro Aktie gerechnet. Außerdem sagen sie, sei der Ausblick ziemlich vage gewesen. Von Herrn Heidenreich. Er sagte nämlich, stärker als der Markt wolle Beiersdorf wachsen und die Umsatzrendite soll verbessert werden. Dabei will man sich vor allen Dingen auf die Schwellenländer konzentrieren. Das war den Analysten aber im ersten Moment zu wenig. Deswegen empfahlen sie wohl, die Aktie hier zu verkaufen. Sie zeigten sich enttäuscht, aber mittlerweile ist Beiersdorf ebenfalls ins Plus gedreht. Und das wird viele Derivateanleger freuen, die ohnehin länger laufende Call-Optionsscheine auch auf die Beiersdorf-Aktie halten.